So, damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Avatar. Nicht der Herr der Elemente, sondern der Film mit dem blauen Männchen. Wir machen weiter und müssen noch eine letzte Stelle absuchen. Letztes Mal ist unser Pferd gestorben, deswegen sind wir jetzt zu Fuß unterwegs. Das ist nicht so cool. Ich hatte so ein bisschen so ein Flashback an eine unendliche Geschichte. Aber das ist okay. Das passiert. Und, ja. Ist halt, ja, ist halt jetzt so. Ist da gerade einer? Nee, das waren Pflanzen, aber da ist ein Gewehr. War ein Gewehr. Da war ein Gewehr. Ich hole mal auch hier mal. Ihr seid ja lustig. Er hätte schwören können, dass hier eine Zellprobe ist, aber ist es nicht. Das ist ja jetzt was. Ich glaube, da ist aber eine Zellprobe. Die schnappe ich mir. Die hole ich mir. An die Dinger erinnere ich mich sogar noch. Die sind als RDA sind die richtig nervig. Aber gut. Okay. Gehen wir zu unserem Ziel. Und schnupseln da mal. Gucken mal. Ob wir da jetzt noch jemanden finden, oder? Was hier los ist. Oh. Ich sehe halt hier schon so ein Explosionsding. Das nehmen wir erstmal weg. Das nehmen wir erstmal raus da. Jo. Okay. Alter. Jo, nee. Greifen wir sie an! Ich bin dabei! So. Also ich finde das nicht fair. Ja, warum halten die noch auf einmal so viele aus? Haben wir denen plötzlich mehr Rüstung gegeben oder was? Hat das Militär wieder Geld? Ja, also ich treffe halt nicht mal gerade. Hallo. So. Du bist mir auf den Senkel gegangen. So, und wir haben festgestellt, hier sind auch nur tote Leute. Und das gefällt mir nicht. So. Was aber relativ gut ist, ist, dass hier ein Pferdchen ist. Das nehmen wir dann auch mal mit. Weil ich glaube, wir müssen jetzt ein paar Kilometerchen wieder laufen. Ja, hält sich noch eigentlich in Grenzen. Aber machen wir trotzdem mal mit dem Pferdchen lieber. Diesmal versuche ich das auch einfach nicht zu hauen. Dann funktioniert das auch vielleicht ein bisschen besser. Aber auch nur möglicherweise. Flup, flup, flup. Flup. So, Urlaub. Ich fahr mal hier kurz durch, ne? Mit dem Pferd. Ja, fahren. Ist okay. So, und wir steigen hier mal ab. So. Um ganz viel Zeug zu sammeln wieder. Ah, schön. Ich muss ja wieder meine Regeneration auffüllen. Geht ja sonst nicht anders. Komm hier, das Pferd hinterher. Also ja, ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass es gerade wirklich mir hinterherkommt, sondern eher, dass es Zufall ist. Viele Hallo. Tote. Ja. Viel Leid. Langoray nicht finden. Ich muss Langoray finden, oder es sterben noch mehr von deinem Volk. Wer bist denn du? Langoray, vielleicht erlebt. Wir suchen Maschinen.
Maschinen, die Steine aus Boden von Svotolo reißen. Meinst du Planierraupen? Und Lungray will sie aufhalten? Srane, mit Junipai. Du sie in der Nähe von Planierraupen finden. Du helfen, zerstören. Geh. Ich suche also Lungray oder Junipai. Alles klar. Okay. McKenny, ja, der eine da, der hat sie in das Bergbaugebiet der Firma gesandt, wo sie Junipai suchen sollen. Okay, suchen wir Junipai. Junipai, 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 Junipai. Ich will hier nicht rein. Hier ist ein Filter drauf. Ein sehr trauriger Filter. Was? Nein! Hilfe! Hat sie jemand gesehen? Nein, mich hat keiner gesehen. Sie dürfen nicht entkommen. Ich habe ein kleines Geschenk von der Erde. Ich habe auch ein kleines Geschenk von der Erde. Irgendwie schon, zumindest. Achso, das sind alles Sachen. Hallo? Was? Was war das denn gerade? Akli Bumli Bidia. Bah, tot. Okay. Danke für die sehr ausführliche Info. Das sagt mir viel. Nun. Egal. Weiter geht's. Hilft ja nix. Ne? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, was war das denn jetzt? Ne? Was ist hier? Was ist das denn? Was ist... Hey! Oh Gott. Das ist schon ein bisschen nervig. Also, dass man so auf Nahkampfwaffen irgendwie auch eben halt spezialisiert ist. Und dass der Bogen halt auch nur eine Trefferchance von 50-50 gefühlt hat. Außer man steht 3 Kilometer entfernt, dann trifft er auf einmal One-Hit. Ey, das ist doch ein Witz. So, erstmal nochmal heilen. Und das Gewehr schießt halt auch einfach voll scheiße. Aber die treffen alles. Der Wichser hat sich geheilt, ich kann nicht mehr. Nee, hier geht jetzt niemand mehr. Hier geht jetzt niemand mehr rein. Ihr seid Fritte. Ihr erleidet keine Verluste, ihr seid Fritte. Gott, geht ihr mal auf den Senkel manchmal. So. Ich schnapp mir jetzt hier erstmal noch ein paar Sachen. Bevor ich nochmal zurückgehe und nochmal nachschaue, wo da jetzt jemand... Ja, hörst du auf mich zu? Ich kotz gleich. Das ist wirklich, also das ist echt... Alter, Vater, okay, also das, ich glaube, das hier ist die schwerere Story. Schlicht und einfach, weil du halt wirklich, ey, Alter, du halt wirklich diese Problematik hast, dass du nichts gegen sowas hier eigentlich in der Hand hast. Ja, der Bogen macht Damage, ne, aber das System, wie man halt zielt und wie man trifft, ist halt einfach vollkommen Banane einfach, also muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich damals die Navi-Geschichte überhaupt einmal wirklich komplett zu Ende gespielt habe. Also ich weiß, dass ich die RDA, die müsste ich auf jeden Fall zu Ende gespielt haben, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Aber den Rest weiß ich halt nicht mehr. Hatte ich irgendwie gerade gedacht, dass das funktioniert. Hallo? Du bist verletzt. Bist du Junipai? Ich kann dir helfen. Hör zu, ich muss Lungray finden. Du bringst Böses über uns. Ich sollte dich selbst mit meinem Speer aufspießen. Falls du Ehre besitzt, hilfst du, die Dämonenmaschinen zu zerstören. Nur so findest du Lungray. Also gut. Doch kein Krieger kommt an sie heran. Menschenwaffen töten alle, die es versuchen. Du bist dran. Scheiterst du, bringt mich dein Tod zum Lächeln. Nichts weiter. Ach, die sind alle so sympathisch. Junipai möchte, dass sie die unbemannten Planierraupen lahmlegen. Ja, super. Ich hab ja sonst nichts zu tun, Mann.
Ich frage mich auch, also jetzt mal ohne Witz, ne? Ich frage mich auch wirklich, warum ich hier den ganzen Bums mache. Weißt du, die sind alle so voll sickig die ganze Zeit auf mich. Ne? Und ich versuche hier eigentlich einfach nur meinen, ja, nur denen irgendwie noch zu helfen oder so, weißt du? Und wer die ganze Zeit angeschnauzt, dann macht doch keinen Spaß. Alter, das macht doch wirklich, das ist doch einfach, ey, das ist doch eigentlich, ne? Da fragt man sich wirklich, bin ich vielleicht falsch abgebogen? Ich glaube, ich hatte eben noch eine Armbrust bekommen, kann das sein? Ich hatte noch so eine Keule bekommen, okay. Und eine Armbrust. Ja, verbesserter Schaden, Feuerrate ist trotzdem halt Müll. Wenn ich das mal einfach so sagen darf. Und bringt mir halt auch herzlich wenig, glaube ich. Weil die vermutlich genauso schlecht trifft trotzdem noch. Okay. Ja, laufen wir halt wieder zurück und gucken mal, dass wir die Planierraupen irgendwie... Ja, ich dachte, die wären unbemannt. Achso, Dings hier. Die sind unbemannt. Ja, wie mache ich das denn? Ah, ich habe, glaube ich, eine Idee. Wird die im Kreis fahren. Aber ich muss irgendwie da hochkommen. Tut mir das weh? Nö. Sollen einfach versuchen, hier so hochzukommen. Jo. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Aber hat ja funktioniert. Wenn ich das mal ganz kurz... und die ist einfach weg. Die Planierraupe ist jetzt einfach weg. Ich habe oben dieses Ding kaputt gemacht und jetzt ist die weg. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal versuchen soll. Weil das war gerade schon ziemlich knapp am Tod vorbei. Außerdem ist es natürlich so ein bisschen auch, ja, es ist ein bisschen gemogelt vielleicht gewesen, ne? Aber, wow. Ich hab's halt einmal ausprobiert. Ja, wunderbar, funktioniert, klasse, gut. Die Frage, da komme ich hoch in der Theorie, aber da komme ich auch hoch in der Theorie, ja, aber kommt das Ding hier überhaupt lang? Das sehe ich nämlich noch gar nicht, dass das Ding hier überhaupt irgendwie lang fährt. Hallo? Hallo? Jetzt kommt's. Klappt das nicht auch? Doch, klappt auch. Ja, also das, ja. Da, sie sind hier. Ich will sie tot sehen. Aha. Jetzt muss ich den Turm zerstören. Wieso auch immer. Weil aus der Cutscene bin ich gerade nicht schlau geworden, wenn ich das mal ganz kurz so sagen darf. Ich weiß ja nicht, ob ihr daraus schlaus. Ich weiß nicht, ob ihr schlaus geworden seid, aber ich bin es nicht. Ich muss da auch gegenschießen oder was? Ja, dann hauen wir erstmal ihn hier um. Wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Also, und jetzt muss ich da oben gegenhauen. Ne, gegenschießen tatsächlich. Ach, da oben ist vermutlich eine Antenne drauf. Okay. Funktioniert das nochmal? Komme ich hier nochmal hoch? Hallo? Nein? Schade. Hätte ja funktionieren können. So, einmal aufsammeln. Wo geht's denn? Geht's hier überhaupt hoch? Da geht's hoch. Huch. Weißt du? Ich glaube, ich weiß mittlerweile, was das Problem ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, der Schuss geht nicht gerade durch. Oder auch doch, ich weiß es nicht. Ich finde das sehr schwierig abzuschätzen, ob der Schuss wirklich gerade durchgeht oder ob das jetzt gerade nur so Einbildung war. Ich glaube, da komme ich gar nicht rüber, wenn ich da jetzt hochkletter. Ich muss da hinten hoch, okay. Dreimal hin, dreimal her. Mann. Ich sag mal, wenn der Bogen ein bisschen besser
ja, ich sag mal, funktionieren würde. Ich weiß halt nicht, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, wie gesagt. Indem ich halt ein bisschen scheiße ziele einfach. Ja, kann ja auch sein. Blong. Okay, das hat nichts gebracht. Badong. Das hat auch nichts gebracht. Was muss ich kaputt machen? Ich weiß ja wirklich nicht, was... Was soll ich da tun? Ah. Och komm. Warum schießt er denn? Er hat einfach geschossen. Und unten sind Leute gespawnt, mein Freund. Ich will hier nicht mehr sein. Ich bin weg. Ich bin raus, Horst. So, tschüss. Ich laufe jetzt einfach zu der Dame, beziehungsweise ich hole mir hier noch die Zellproben. Eine Zellprobe für mich und die nächste Zellprobe für mich. Zellproben, Zellproben, Zellproben. Zellproben. Haben wir noch eine Zellprobe hier? Irgendwo? Nein? Doch, da hinten. Komm, die holen wir uns auch noch. Das ist nicht verkehrt. Das ist immerhin... Wir haben gerade in Anführungsstrichen nur 4 Tode frei. Das ist nicht viel gegen die RDA. Außerdem können wir hier hinten dann noch das Ding aktivieren. Das ist auch eindeutig nicht verkehrt. Außerdem kriegen wir Pfeile. Pfeile sind auch sehr wertvoll. Brauchen wir viele. Wie viel Schuss haben wir denn hierfür jetzt noch? Gar keine. Weil es nicht da steht. 59. Weil er gerade einfach geschossen hat. Okay. Achso, das ist dieses, ja. Ich erinnere mich da an was. Weißt du, die letzte Aufnahmesession, so 2 Tage her. Und ich erinnere mich also nicht mehr an dieses, an diese 180-Grad-Drehung, die in meinen Augen ziemlich sinnlos ist in diesem Spiel, aber okay. Ich habe sie zumindest noch nie mit Absicht benutzt. Außer jetzt. Aber gut. So. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl, das klingt gerade so, als würde ich das Spiel jetzt gerade so richtig hassen. Tue ich aber gar nicht. Mir macht es eigentlich ziemlich viel Spaß. Ich finde es halt nur... Lorella, ich dachte, es wäre einfacher. Oder ich hatte es bedeutend einfacher in Erinnerung. Sagen wir es so. Vielleicht bin ich auch einfach schlechter geworden. Wurden von Menschen fortgebracht. Das passiert. Befreie die Gefangenen. Vielleicht ist Lungeray bei ihnen. Okay. Ja. RDA-Basis. Okay. Geh. Die Navi müssen befreit werden. Ja. Unibay möchte, dass sie den RDA-Außenposten finden und die gefangenen Navi befreien. Vielleicht ist Lungeray unter ihnen. Ja, das schauen wir mal. Das schauen wir mal, ob der da bei denen da drunter ist. Aber... Meine lieben Damen und Herren, das schauen wir nicht mehr heute, weil guckt euch mal an, wie weit das weg ist. Das ist überhaupt nicht weit weg, aber das ist zu weit weg für mich. Deswegen, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei dieser wunderschönen Folge von Let's Play Avatar. Nicht der Herr der Elemente, sondern der Film mit den blauen Männchen. Mit den ganzen Mem. Nee, mit den blauen Männchen und ja, schaut euch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es dann weitergeht. Hier bei diesem Let's Play.